Ja, willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession von Let's Play Dead Space. Bei Dead Space mache ich immer bloß eine Stunde. Angebracht da. So, ja, wir waren hier stehen geblieben und immer noch bei dem ganzen Ranz hier. Hier waren wir ja bereits schon mal gucken. Hier. Alter! Lass los! Ich möchte gerne was drücken. Ich möchte gerne schießen. Hallo? Boah. Fängt ja gut an hier, wa? Die Aufnahme. So, man starkt hier auch so lustig durch den Matschepampe da. Matschepampe. So. So wie der uns hin und her schleudert hat, war. Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Ja, nun denn, geh mal weiter. Große offene Fläche ist immer schlecht. Don't believe they are lies. Naja. So, so ein Stars aufladen und dann kommt hier wahrscheinlich gleich der. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, wir müssen da hoch, denke ich, ne? Habe ich so die dumpfe Vermutung. Ach herrje. Ah, laut! Also, Start, Zing und Laufen. Lauf, Lauf, Forest, Lauf. Perfekt. Ja. Schön. Oh nö. Ach so. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. So. System hatten wir ja schon rausgekriegt, war aber irgendwie fehlte es noch ein bisschen an der Ausführung. Zack. Und zack. Laufen und irgendwie müssen wir uns da rüber porten. Genau. So. Das war auch klar, dass da gleich einer kommt. Aua! Wo denn? Hä? Alter! Von wo? War da noch einer, oder? Keine Ahnung. Hier? So. Alter, kann man schnell mal die Übersicht verlieren, muss ich sagen. Da hoch, da hoch. Ist nicht so einfach. Ich höre doch schon wieder was. Das war die letzte, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoff-Recycling neu starten kannst. Sobald du sauber ist, kannst du. Oh, ey! Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Massenhalluzinationen zu haben und jetzt. Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Mhm. Ich
Könnte mal interessieren, wie ich an die Dinger hier rankomme. Die hier so rumschweben. Hm. Na gut. Darüber müssen wir. Oh. Wie? Alter, ich sehe bald nicht mehr durch hier, wa? Wie meint das jetzt? Was ein? So, nu? Wie komme ich da jetzt drin? Hm. Kann ja nicht springen. Das heißt, ich muss hier irgendwie. So? Und dann kann ich nicht. Aha. So. Und dann muss ich wieder da hoch, genau. So, und darin war. Was? Dermaßen die Übersicht verloren war. Komm mal da nie her, sag mal. Ende der Schwerelosigkeit. Ja. Brauch ein Medipack. Dringendst. Dringendst brauche ich ein Medipack. Na, hier kommt doch bestimmt gleich noch was. So, wieder durch den Modder hier durch. Kann man auch nie rennen. So. Speichern. Das ist eine gute Idee. Ja, ja, dafür rumzuflüstern da im Hintergrund, das kann ich ja nicht haben. Ist ja furchtbar. So, wieder runter. Okay. Ebene 1. So. Muss ja bald das Vieh kommen, wa? Ohoho. Also wenn man richtig zielt, war mit dem Plasma-Cutter, dann macht der ruhig richtig Damage. Also holla die Waldfee. Also nicht nur zielen, sondern man muss auch richtig treffen. Wa? Da hapert es bei mir manchmal ein bisschen, aber na gut. Was denn? Wo bist du? Hilf mir! Du bist ja witzig. Wie wär's, wenn du mir sagst, wo du bist? Sieht denn vielleicht komme ich dann vorbei und helfe. Ist aber auch noch nicht raus, ob ich das mache. Jetzt können wir das Ding hier anmachen, wa? Luftfilter aktivieren. Speicherstation. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Ja. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Oh oh. Hm. Ist natürlich nicht so schön an der Sache, ne? Soll ich da rein? Du Scheiße, Alter. Ich werde ja so failen. Shop gibt's hier Uni, wa? Na egal, komm. Mach auf. Wir sehen, was dahinter ist. Ja, nun mach. Logbuch der Hydrostation.
Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Hm. Sehr schön. Bin ich ja begeistert. So, hier nochmal die letzte Auftankung, wa? Was kann man hier so, kriegt man hier so Credits? Was ist das? Energie für Laserkanone, naja. So. Aber mal schauen, was jetzt kommt. Was ist das hier? Nährstofffilter. Medipack. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Yeah. So. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Ja, es ist. Es lebt immer noch. Natürlich. Rein da und mach es unschädlich, bevor ja. Es das ganze Schiff kontaminiert. Genau. Rinder, Mensch, stell den nicht so an, wa? Leute, Tosse, ey. Na gut. Wir hätten uns einen zweiten Kanister machen sollen. Okay. Was haben wir denn hier schön mit? Eintritt Schwerelosigkeit. Aha. So. Und nu? Irgendwelche Hinweise? Alter! Alter, der schwingt aber eine Kelle. Holla, die Waldvieh! So. Nehmen wir mal auf, hier Plasma-Energie aufnehmen. Das werde ich nicht überleben. Alter. Oh. Blinddarm ist durch. Scheiße, ohne. Das ist ja ohne Medipack ja nicht machbar. Mist. Naja, komm. Probieren wir es. Licht an. Eintritt Schwerelosigkeit. Ist hier auch noch ein Trick irgendwie? Nee, wa? Naja gut, ihr könnt hier ein bisschen mit Stase hin und her jumpen. Da oben rennen auch noch irgendwelche Sachen rum. Ich weiß allerdings nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weiß ich nicht. Man muss bloß schnell genug sein. Oder so richtig, was ich hier mache. Was ist denn jetzt? Jetzt hab ich keine Munition. Ich hab keine Munition mehr. Ich werd irre. Bist doch verarsche, oder? Bist doch jetzt verarsche. Wo kriegen jetzt Munition her? Das ist doch unglaublich. Okay, das war auch nicht, das war auch keine Munition. Jedenfalls nicht für die Waffe. Mal, Hilfe!
so das da wegfahren darf. Ich brauche Energie. Lass mal Energie. Mit hier. Ja, nee, das hat keinen Sinn. Da muss ich erst einen Shop suchen jetzt. Nee. Brauchen wir ja nicht weiter anfangen. Das ist natürlich Mist. Plasma-Energie, 11 Schuss. Das ist natürlich... Jetzt einen Shop finden, das ist, glaube ich, ein bisschen unlustig. Ach, hier ist ja einer. Oh. Glatt übersehen gehabt. Na denn, sieht die Sache ja ein bisschen anders aus. So, Halbleiter Gold weg. 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 Das brauchen wir noch. 15.000. Und wir haben 11 Plasma-Energie, ja. ...25, 16, 41. Ja, müssen wir voll machen, ja. Hilft ja alles nicht. Können wir noch einen Stasepack, können wir noch verkaufen. Wir haben eine Laserkanone, Energiepunkte, schwere Schäden, ne? Wusste ich gar nicht. So, jetzt haben wir so ziemlich alles verkauft, was wir verkaufen können. Und dann holen wir uns noch einen mittleren Medipack. So. Jetzt sind wir gut ausgestattet, denke ich. Denke ich. Schauen wir mal. Ich weiß allerdings noch ja nicht, ich meine, die Dinger abschießen ist klar, da muss man auf die gelben Dinger zielen. Also die Arme abschießen da, die auf die. Muss man einfach bloß auf die gelben Teile da schießen, aber wenn der Typ denn da die Dinger da schießt, dann weiß ich nicht so richtig, was ich da. So, ihr könnt. Ist eigentlich nicht schwer, aber naja. Wenn man die Munition und so hat, dann ist das natürlich auch nicht schwer. Und mal im rechten Moment. So, jetzt wird's interessant. Bleibt mal ein bisschen ruhiger, weil ich hier gerade die Sache mal ein bisschen forcieren muss. Und ich habe wieder mal keine Munition. Das ist doch der Witz, Alter. Das ist doch der Witz. Der absolute Oberjoke.
Au, ey. Warte, jetzt kommt wieder so eine Teile? Ja, ich hab trotzdem keine Munition. Wie soll man das denn bitte schön schaffen, wenn man keine Munition hat? Mal eine ganz blöde Frage. Ich habe ja nur wirklich gut eingekauft, ne? Aber kommt man hier wieder raus? Nee, dann kann ich mich bloß killen lassen. Ja, mach mich einfach platt. Komm her. Jawohl, los gib's mir. Ja, was ist los hier? Nun mach doch. So. Nun mach, 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 mach. Na also. So. Ja, kannst dich freuen drüber. Okay, dann müssen wir die Sache, also dann gibt es wahrscheinlich zwei Wellen von den komischen Fangarm-Dingern. Und man muss einfach warten, bis der Typ seine komischen, ja, Meteoriten oder was da ist, spuckt. Und dann kommen die Arme wieder. So ist meine Vermutung jetzt. Und wenn die Arme da sind, dann kann man ja wieder... dann können wir ja wieder schießen auf die Teile und dann müsste das ja gehen. So. Zack. So, das sind jetzt 75... 77 und ein Medipack nehmen wir uns noch mit. So. Muss jetzt reichen. Kuckuck. Ja, dass das wie so eine Wellen gemacht ist, die man da einfach abwartet und dann passt es schon irgendwie. Keine Ahnung. Wir probieren das mal. Es war einfach immer bloß die Arme abschießen und dann mal gucken, was denn weiter passiert. So, ich bin da. So, das war Nummer 2, jetzt kommt Nummer 3. Na weit. So, Nummer 3 ist auch erledigt. Und jetzt renne ich einfach ein bisschen im Kreis rum. Und gucke mal, wann die Teile kommen. Aha. Also da scheint ja nicht zu kommen, wie es scheint. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber... macht ihm auf jeden Fall Schaden damit, das ist Fakt. So,
So, jetzt sind die Teile wieder da. Jetzt muss man praktisch erstmal den Dingern ausweichen. Jetzt kommt der Arm. Der Arm ist weg. Ich hoffe nur, die Munition reicht. Alter Schwede. So, jetzt weiche ich mal im Prinzip diesen komischen Projektilen da wieder aus. Meteoritenteil oder was das ist. Und warten, denke ich mal, darauf, dass wieder die Arme zuschlagen. Was jetzt wahrscheinlich gleich passieren wird. Na, hat es mich denn doch auch mal erwischt. So, der Arm ist weg. Jetzt müsste rein theoretisch ja wieder der mit dem Dingern da spucken. So. Arme sind weg und nun? Ich halte da jetzt einfach bloß drin. Ich denke mal, das ist eine verwundbare Stelle. Und jetzt habe ich keine Munition mehr. Es ist zum Kotzen, Alter. Was soll das? Was soll das? Kann ich mich jetzt nur wieder killen lassen. Ja, ich habe halt nichts mehr zum Schießen, ne? This is my problem. Keine Ahnung.